Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang in den Markt oder in die Innenstadt von Berchtesgaden und machen uns auf der Suche nach einem leckeren Stück Sachertorte oder Schokoladenkuchen. Bremsentest am Werk. Hier ist geschlossen. Bis zum 10.3. Erste Mission, Schokokuchen, fehlgeschlagen. Gehen wir mal zur nächsten Option. Oder doch kurz ins Hallenbad. Aufzug ist da. Wie wir jetzt rausgefunden haben, war oder ist im Edelweiß geschlossene Gesellschaft. An der Tür hing ein Zettel. Alles Gute zum 60. Geburtstag, lieber Chef. Deswegen gehen wir jetzt woanders hin. Und zwar gehen wir dahin. Da wird es ja wohl einen leckeren Kuchen geben. Da ist sie. Marie schläft ein. Umso gemütlicher können wir jetzt unser Stück Kuchen essen. Tatsächlich angefangen zu schneiden. Ach, das Lacknergässchen. Jedes Mal wieder völlig außer Atem. Mit Kinderwagen durchaus ein Workout. So, wir sind wieder zurück. Die Sachertorte, die war lecker, aber nicht so schokoladig wie erhofft. Lillian hat zu ihrem Geburtstag eine sehr coole Grußkarte bekommen. Ich mache die Karte jetzt einfach mal auf und gucke, wie das Ganze von innen aussieht. Okay. Also man hat hier zwei, ja, willst du auch mit aufs Video? Also man hat hier so zwei Elemente eigentlich und die sind so eingeritzt. Okay. Meine erste Idee war jetzt einfach mal einzuscannen und dann zu gucken, ob man quasi, ja, das ist die Kamera, hallo, das einzuscannen und dann zu gucken, ob man diese Linien quasi, die diese Schnitte hier machen, ob man die erkennen kann. Und dann kann man an die Stelle, wo jetzt hier die Fotos sind, einfach nachher zwei eigene Fotos hinmachen, die man sich im Internet kaufen kann oder selber machen kann. Ich probiere natürlich die Fotos nachher selber zu machen. Weiß noch nicht genau was, aber mal schauen. Das ist die Kamera. So, ich habe den ersten Versuch jetzt mal ausgedruckt. Ich habe am Computer beide Teile von der Karte eingescannt und nachgezeichnet und jetzt einfach zwei Bilder mal hingemacht, ganz schnell zum Ausprobieren. Und wenn es dann funktioniert, dann muss man natürlich die Linien auf die Rückseite machen und die Bilder auf die Vorderseite, aber das ist jetzt einfach nur
ein schneller Funktionstest. Kurz Marie ins Bett gebracht. Ja, also ich habe jetzt hier meinen ersten Prototypen gemacht. Ist ein bisschen kleiner, damit es auf eine DIN A4 Seite gepasst hat. Also von der Idee her funktioniert es ganz gut. Ich brauche einfach nur ein bisschen stärkeres Papier fürs nächste Mal. Und also das System von der Karte, das finde ich super. Also das habe ich jetzt einfach nur kopiert. Nur das Bild finde ich nicht optimal. Also ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Aber ich finde es schade, dass das Bild so ein bisschen nach unten rutscht. Ansonsten sehr coole Karte. Und ja, ich probiere das auf jeden Fall noch weiter aus. Das klappt halt jetzt mit dem Papier hier auch nicht so gut. Nur wenn man es hier ganz vorsichtig zieht.